Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Biggest Loser. Ja, wir beschäftigen uns heute mit den dicken Elfen hier im Land. Die Gute hier wurde eingeschlossen von ihrer Mutter, damit sie endlich mal hier ordentlich abnehmen kann. Hast du das gesehen? Sie hat mich eingeschlossen. Mhm. Ja, neue Geräusche. Nur mein Bestes. Das sagt sie immer. Ich begrüße die auch noch den guten Lalala. Rick. Nein, Prinzen Lalala. Hast, also Prinzen Lalala. Hast du diesen Prinzen Lalala gesehen? Wir haben als einzigen Freund hier unseren guten Jeep, heißt er, ja. Hast du diesen Prinzen gesehen? Ein Flusself, der aussieht, als würde er sich den ganzen Tag die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Hunderte Jahre soll ich mit jemandem an meiner Seite verbringen, den ich nicht liebe? Ohne mich. Und ob. Sie wird nichts unversucht lassen. Ihr ist doch nichts wichtiger, als mich endlich unter die Haube zu bekommen. Puh. Toll, jetzt hab ich nicht... Das ist ja klasse, wie sie die ganze Zeit nur im selben Ton teilt. Wie sie sich... Der Vogel ist die ganze Zeit dasselbe. Ach so, Chip Chip? Ja. Ja, ja, das ist wie vorher hier bei diesem Wally hier. Und jetzt habe ich mich gerade an diese Tüdelüt gewöhnt und jetzt kommt Cheep Cheep. Also im nächsten Gespräch, das sie dann offline fühlen, sage ich auch nur noch Cheep Cheep. Ja, das ist sehr schön. Ja, ich entscheide mich natürlich für die Freiheit. Als ich da draußen bei den Menschen war, hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, selber über mein Schicksal bestimmen zu können. Guck, er macht auch andere Geräusche. Ja, es war gefährlich, aber gehört das nicht dazu? Ein Leben ganz ohne Risiko, das ist so... So. Du verstehst das nicht. Wenn ich könnte, würde ich sofort wieder losziehen. Du willst mich aufhalten? So wie beim letzten Mal? Ich wollte es Mutter nicht sagen, aber ich fühle mich in letzter Zeit tatsächlich nicht gut, Sheep. Das hätte ich auch gesagt, aber Elfen werden fast nie krank. Da ist was dran. Ich war fast ein Jahr in der Welt der Menschen und viele von ihnen haben eine seltsame Vorstellung von körperlicher Hygiene. Naja, ich dachte, vielleicht ist es ein Fluch? Oh. Nein, das wirst du nicht. Ich kümmere mich selber darum. Mutter würde eine Staatsaffäre daraus machen. Ich weiß auch nicht. Es gibt bestimmt ein Medizinbuch unten in der Bibliothek. Ruhe ist nicht, was ich jetzt brauche. Ich werde nach unten in die Bibliothek gehen und nachschlagen, was mir fehlt. Ganz allein, wie eine erwachsene Elfe. Okay. Ich lasse mich nicht aufhalten, weder von verschlossenen Türen noch von dir. Okay, wir haben also einen bösen Aufpasser, der darauf achtet, dass wir hier nicht die... Was da auf dem Bett liegt, finde ich klasse. Hier. Nee, diese kleinen Figuren. Die so ähnlich gibt es doch gerade wirklich im Laden. Ich dachte, ja, sieht ein bisschen aus wie, wie heißen die da? Diese Sorgenfresser da. Ja, oder Little Big Planet, oder ich habe keine Ahnung. Aber da hinten auch die Bilder sind ja klasse. Hier einmal Wilbur, dann das Vieh noch. Und hier der Leoparden, das Leopardentop. Aber wir betrachten mal das Bett. Ich habe in letzter Zeit schlecht geschlafen und fühle mich manchmal den ganzen Tag schlapp. Ich war noch nie krank, aber irgendetwas stimmt nicht. Hoffentlich finde ich in der Bibliothek Antworten auf meine Fragen. Ja, hoffen wir. Die Tür, aber wir ist auch kommen cool. Nicht raus. Mutter hat mich eingesperrt, als sei ich 200. Seit ich mich letztes Jahr heimlich aus dem Elfenhain geschlichen habe, überwacht sie mich schlimmer als je zuvor. Okay, betrachte Cheep Cheep. Cheep Cheep hat unser Abenteuer damals gut überstanden, auch wenn er selber das Gegenteil behauptet. Er hat monatelang jedem erzählt, wie er gerade noch mit heilen Federn davongekommen sei, als er mich gegen alle Übel der Welt verteidigte. Cheep Cheep! So, betrachte da vorne den. Ist das Teleskop, kannst du das? So.
Ja, kann ich auch machen, aber das ist draußen auf dem Balkon. Ich möchte mich hier noch ein bisschen umschauen. Vielleicht entdecken wir ja gleich, wie wir hier abhauen können. Chip betrachtet gerne sein eigenes Spiegelbild. Er wirft sich in Pose und versucht, sich selber zu imponieren. Meistens funktioniert es. Oh, ein eingebildeter Vogel. Ah, guck, wir können auch den Spiegel nehmen. Hey, Cheep Cheep, ich bräuchte mal den Spiegel. Ah, das habe sogar ich verstanden. Ich brauche ihn nur kurz. Vergiss es! Er rückt ihn nicht raus. Und der kleine Kerl kann verdammt schmerzhaft zupicken, wenn er will. Ja, okay, den Spiegel kriegen wir nicht. Dort unten gibt's noch das. Mein Schmuckkästchen dient als Podest für den zu kurz geratenen Narzissten da drauf. Stimmt doch gar nicht! Das sind so geil. Warte, kann ich ihn vielleicht irgendwie überreden? Hey, Cheep! Ja? Nö, interessiert ihn gar nicht. Ach doch jetzt. Cheep, Cheep! Dir scheint dein Spiegelbild zu gefallen. Sehr sogar. Die meisten Vögel lieben Spiegel, weil sie glauben, darin einen anderen Vogel zu sehen. Du kannst einfach nur nicht genug von dir selbst bekommen, oder? Cheep, Cheep! Ich wäre weniger unausstehlich, wenn ich hier nicht eingesperrt wäre. Bis später. Ja, natürlich bleibe ich brav hier im Zimmer. Ja, vom Balkon haben wir aber... Kannst du eigentlich vielleicht runterspringen? Elfen, oder was ist mal schöne Flügel? Seit wann haben Elfen Flügel? Auch oft, in so manchen anderen RPGs. Wir sind hier nicht in Aura Kingdom. Ich meine MMO-RPG, Entschuldigung. Sag mir ein RPG, wo von Elfen Flügel haben irgendwie. Ah, was war denn das jetzt zum Beispiel gewesen? Hier in Drakensang gibt es das jetzt... Die Zeit mit den anderen hier im Elfenhain war die schönste, die ich jemals hatte. Das Vieh wollte nie stillhalten, als ich es gemalt habe. Es hat immer Grimassen gezogen und versucht, mich zum Lachen zu bringen. Wilbur war so aufgeregt. Er mag Elfen und unsere Geschichten. Er saß stundenlang bei meinem Vater und hat zugehört, wie er von vergangenen Zeitaltern erzählte. Verdammter Idiot. Der auch schöner Bildkommentar. Okay, ja, bin gespannt, was mit Nate da gewesen ist, die Geschichte. Okay, hier das haben wir... Raus aus dem eine schöne rausgehen? Rote Blume. Oh, Moment. Sie steht erst seit ein paar Tagen hier. Manchmal lässt Mutter mir eine neue Pflanze ins Zimmer stellen, die sie besonders schön oder interessant findet. Früher oder später wird sie dann ausgetauscht und bekommt einen Platz unten im Garten. Ja, ich gehe mal raus auf den Balkon, schauen wir uns da mal um. Vielleicht können wir da irgendwie springen. Ich bin halt so der alte Point-and-Click-Adventure-Typ, dass man erstmal alles sich ganz genau anschauen muss. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier eine Sonnenblume. Klettere kommt hinab. Das Wasser rein, das Fenster? Ja, sieht fast so aus. Aus der Wand kommt es irgendwie. Hier, klettere hinab in den Garten. Es ziemt sich zwar nicht für eine Prinzessin, aber ich bin schon mehr als einmal über den Balkon hinunter in den Garten geklettert. Ah, guck, ich kann runtergehen. Ah. Ich mache nur etwas Frühsport. Das wollte ich gar nicht. Okay, vielleicht können wir ihn ja irgendwie bestechen hier. Natürlich könnte ich ihn einfach ignorieren und trotzdem in den Garten hinabsteigen. Aber dann würde er schnurstracks zu Mutter fliegen und mich verpetzen. Und wer weiß, was die beiden sich dann einfallen lassen. Okay, also müssen wir irgendeine Möglichkeit finden, um Cheep irgendwie abzulenken. Vielleicht noch mehr Spiegel. In die Schmuckschatulle rein. Ja, überlege ich mir auch gerade. Wir haben viel exotischere Pflanzen hier im Palast. Aber Sonnenblumen gehören zu meinen Lieblingen. Ah, guck, und ich kann ein paar Sonnenblumenkerne nehmen. Verzeih, ich brauche einige deiner Kerne. Dann können ich wir doch... Gar kein Problem, nimm sie dir einfach. Ja, genau, dann können wir dafür... Damit den Chip vielleicht. Früher habe ich tagelang hinaus auf die Wälder geschaut und mir vorgestellt, wie die Welt dahinter ist. Heute weiß ich es und ich glaube, ich vermisse sie.
Aber da können wir nicht mehr damit machen. Ich schau mal, ob es noch irgendwelche Sachen gibt. Nee, es gibt nur hier die drei Sachen. Dann können wir zurückgehen in den Raum. Und probieren doch mal hier den guten Cheep zum Bestechen. Guck mal. Hey Cheep, hast du Hunger? Wie wäre es mit ein paar köstlichen Sonnenblumenkernen? Komm. Du möchtest die Kerne? Ich möchte runter in den Palast. Können wir da keine Übereinkunft treffen? Cheep. Sag ich doch. Ich weiß, dass du als königlicher Beamter unbestechlich bist, aber Sonnenblumenkerne? Komm. Dann eben nicht. Okay, wir brauchen irgendwie... Ich würde mir wirklich immer nicht nur Schmuckschatulanten ansehen. Schmuckkästchen kann ich, glaube ich, nicht ansehen. Könntest du bitte einmal Platz machen? Nee, vergiss es. Aber ich will an mein Schmuckkästchen. Ach, komm später wieder. Seitdem er wegen mir fast von Feuerbällen gebraten, von Schwertern geköpft und von Monstern gefressen wurde, lässt er sich nichts mehr sagen. Mutter hat ihm erlaubt, meine Befehle zu missachten, sofern sie ihren Wünschen zuwiderlaufen. Er interpretiert dieses Recht sehr großzügig. Okay, dann schauen wir uns die anderen Gegenstände hier noch ein bisschen an. Wir haben hier drüben noch die Wasserkaraffe. Frisches Wasser aus dem Quellbach, dem kleinen Gewässer, das hier im Schloss entspringt und das ganze Tal versorgt. Leute kommen von weit her, um es zu trinken. Okay. Normalerweise befinden sich immer Früchte und Nüsse in dieser Schale. Vermutlich ist Mutter der Meinung, dass ich selbst auf diese Dinge verzichten sollte, solange ich in ihren Augen geradezu dick bin. Na, dann benutzen wir doch mal die Sonnenblumenkerne mit der Schale, oder? Und sagen, oh, lieb Vogel, guck mal. Cheep, wie wäre es, wenn du dich von der anstrengenden Selbstbewunderung erholst und dir stattdessen lieber den Bauch vollschlägst? Cheep, cheep. So bin ich zu dir. Ja, und jetzt können wir schnell rüber und uns alles schnappen, was wir irgendwie brauchen. So, der Spiegel ist weg. Das hast du jetzt davon, blöder Vogel. Das Schmuckkiste, Mauer, ne? Ja, und das lässt er uns nicht dran. Er schreckt jetzt eher. Cheep, cheep. Okay, jetzt können wir dran gehen. Schauen wir mal rein. Perlen, Edelsteine, glitzernde Ohrringe und Ketten. All der Kram, den ich zu offiziellen Anlässen anlegen muss. Ginge es nach Mutter, hätte ich kistenweise solches Zeug und ein halber Flügel des Schlosses wäre mit meinen Kleidern gefüllt. Sie kann überhaupt nicht verstehen, dass Papa und ich uns nichts aus diesen Dingen machen. Okay, also Schmuckkästchen bringt nichts. Vielleicht kannst du ihn jetzt ja mit dem Spiegel dann. Ja, können wir mal probieren, dass ich ihm den Spiegel hinhalte? Nee, geht nicht. Dann schauen wir uns noch ein bisschen weiter um hier im Raum. Die Schale ist jetzt... Cheep Cheep hat die Schale bis auf den letzten Kern geleert. Okay, also die ist leer. Haben wir hier noch eine Spieluhr? Ich habe diese Spieluhr vor Jahren von einem Gesandten aus dem fernen Osten erhalten. Ihre Musik habe ich immer im Ohr, egal wo auf der Welt ich mich befinde. Bailando, bailando. Also, mir ist kein blöderes Lied schneller eingefallen. Ich hätte irgendwie Schnischna-Schnappi. Ja. Okay, und hier ist noch eine Figur. Ein Wächter mit Schild und Speer, wie jede Elfenfigur von makelloser Qualität. Okay. Elfenkünstler haben Jahrhunderte, ihre künstlerischen Fähigkeiten zu perfektionieren. Nur, wenn alles immer perfekt ist, ist dann nicht auch immer alles gleich und irgendwie egal? Ja, das wird halt langweilig, immer wenn man... Können wir jetzt mal diesen Sorgenfresser mal angucken? Was soll ich mir anschauen? Dieses blaue Viech auf dem Bett. Ich kann mir nur das Bett allgemein anschauen. Ich wollte gerade ein bisschen philosophieren, ja, wenn man halt ja immer im goldenen Käfig hockt und man im Prinzip gar nichts erlebt, dann wird das Leben auch irgendwie langweilig. Okay, die Blume haben wir schon betrachtet.
Kann ich die Taste irgendwie halten? Ja, geht. Probieren wir nochmal mit Cheap zum Sprechen. Und wenn das nichts hilft, dann geht's ans Kombinieren. Hey, Cheap! Ich habe einen Spiegel und rücke ihn nur raus, wenn du mir einen Gefallen tust. Vermisst du deinen Spiegel? Früher oder später hältst du es nicht mehr aus. Ich bin nicht grausam. Ich will nur nicht wie ein Kind in meinem Zimmer eingesperrt sein. Genau. Bis später. Ja, natürlich bleibe ich brav hier im Zimmer. Na, glaub schon uns aber nicht. Okay. Spiegel. Schauen wir mal nach, ob wir das irgendwie hier kombinieren können. Einmal hier. Ah, guck mal, lehne den Spiegel an die Figur. Machen wir doch das mal. Und schon kommt der Vogel wieder an. Hey! Entzugserscheinungen? Okay. Ich muss mal kurz an die Spieluhr. Du musst nicht einmal den Blick von deinem hübschen Antlitz wenden. Na los! Ah. Und zu damit. Er ist eingeschlafen. Es wurde dunkel und er ist einfach... Egal, ich habe erst einmal Ruhe vor ihm. Und wir können abhauen. Juhu! I've been looking for freedom. Okay, wir können abhauen. Können wir hier noch irgendwas mitnehmen? Ne, wir haben eigentlich uns alles angeschaut. Außer das Schmuckkästchen. Das haben wir doch schon gesehen. Ja, aber haben wir es auch geöffnet, oder? Ja. Ja. Perlen, Edelsteine. Ich wüsste nicht, wofür ich den Tag... Okay, können wir nichts machen. Dann hauen wir jetzt ganz schnell ab. So, hier einmal nach unten. Also los! Nochmal Frühsportübungen. Und wir sind unten im Garten. Wie vermutet, niemand hier. Meine Eltern sind oben im Thronsaal und regieren das Reich. Naja, Mutter regiert. Betrachte das Vogelbad. Im Vogelbad ist nur noch sehr wenig Wasser. Cheep Cheep behauptet immer, es würde schnell verdunsten. Ich glaube aber, es liegt am ungehemmten Badespaß und seiner mittlerweile nicht unerheblichen Körperfülle, dass ständig Wasser nachgefüllt werden muss. Das sind so schön fies. Ja. Betrachte den Bonsai. Ein ziemlich kleiner, nicht allzu hübscher Baum. Aha. Ich möchte mal sehen, wie hübsch du aussiehst, wenn dich jemand morgens auf dem Pott stört. Du meinst... Haben wir den jetzt gerade... Was kann ich heute für dich tun, meine Schöne? Hat der da jetzt direkt hier ins Beet irgendwie Ah, okay. Der hat ja seine Schale da hinten, das ist so geil. Ja. Der Garten sieht fantastisch aus. Der Garten sieht wie immer fantastisch aus, Arbor. Danke, ist eine Menge Arbeit. Die Leute denken immer, Elfengärten seien von Natur aus prächtig, aber das stimmt nicht. Es braucht einen guten Gärtner. Ja, George Clooney, und du hast oder? Einen grünen Daumen. Ja, ist nur Moos. Das passiert schon mal, wenn man den ganzen Tag im Boden wühlt und sich abends nicht mit die Hände wäscht. Das ist so cool, das Ding. Oh, klasse. Ich habe auch echt voll mit allen gerechnet, aber nicht, dass jetzt der Baum aufspringt. Ja, ich auch nicht. Aber es ist zu klasse. Aber es ist doch die Stimme von George Clooney, oder? Ja, in jedem Leben. Ist richtig? Wenn ihr sie im erkannt habt, dann schreibt bitte in die Kommentare, ob ich richtig liege oder von wem die Stimme ist. Ich dachte echt, George Clooney. Aber die ist irgendwo bekannt, die habe ich irgendwo schon oft gesehen. Ja, die hört man öfters. Okay. Ihr Baumhirten leistet großartige Arbeit. Baumhirten. Die Bäume stehen einfach rum. Wozu brauchen die einen Hirten? Obwohl, so einen Hirtenhund hätte ich gerne. Tiep, tiep.
Hey, Rex, willst du mein Hirtenhund sein? Nee, meine Liebe. Ich bin Gärtner. Nicht mehr und nicht weniger. Ich hätte jetzt gedacht, wenn der auch gleich antwortet. Ja, das wäre es natürlich gewesen hier, aber ja. Ja, die Ents sind ja auch wieder so eine Anspielung halt eben auf Herr der Ringe. Ich habe mich wieder mit Mutter gestritten. Mutter hat mich heute Morgen auf Diät gesetzt, damit ich für meine Hochzeit perfekt aussehe. Bei ihr muss immer alles perfekt sein. In der Natur gibt es sowas nicht. Oder besser gesagt, alles ist perfekt, wenn man den Dingen ihren Lauf lässt. Erzähl das Mutter. Das habe ich schon oft. Aber so klug sie meistens ist, so dusselig ist sie in diesen Dingen. Na hör mal, sie ist die Königin. Ich bin zu alt, um ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Hihi, Blatt vor den Mund, verstehst du? Die Grafik ist ja aber auch so nett gemacht. Hier, wie er gerade in die Kamera geguckt hat. Was steht für dich heute auf dem Plan? Was steht heute auf dem Plan? Viel zu tun? Ach, das Übliche. Weißt ja, es regnet nie im Elfenhain. Aber die Blumen brauchen ihr Wasser. Also gieße ich sie jeden Tag. Der Fluch des schönen Wetters. Das Wetter ist nicht das Einzige, das in diesem Land nicht stimmt. Ich bin seit 30 Jahren hier und seit 30 Jahren haben wir Herbst. Die Zeit verläuft anders im Elfenhain. Langsamer. Und deswegen werden alle hier steinalt, schon klar. Aber hätten wir normales Wetter und die üblichen Jahreszeiten, gäbe es hier deutlich mehr Abwechslung. Du müsstest dich mit Papa viel besser verstehen, oder? Du und Vater, ihr kommt gut miteinander aus, oder? Niemand versteht mehr von der Natur als er, das ist mal sicher. Aber trotzdem bitte ich ihn nicht oft um Hilfe. Vom Nachdenken wurde noch nie ein Feld umgegraben, wenn du verstehst, was ich meine. Er ist eben eher Theoretiker. Der Matsch an den Füßen, der Geruch frischer Erde, all die Freude und das Leben. Er verpasst doch alles, wenn er da oben rumsitzt und nichts tut. Ich muss weiter. Ja, ich habe auch einiges zu tun. Ich weiß einfach nicht, was der Pflanze da fehlt. Okay, scheint auch wieder eine Aufgabe für uns zu sein. Der ist so cool. Ach, da vorne geht's. Deine Mutter hat vor ein paar Tagen einen Haufen Blumen von einer Feendelegation geschenkt bekommen. Sind alle gut angewachsen, nur die hier nicht. Vielleicht braucht sie besondere Erde oder besonders viel oder besonders wenig Licht. Alles möglich. Wenn mir nicht bald was einfällt, muss ich deinen Vater fragen. Er kann mit ihr reden und sie sagt ihm vielleicht, was ihr fehlt. Wenn du hinaufgehst, wäre es nett, wenn du meiner Mutter nicht erzählen würdest, dass du mich hier draußen getroffen hast. Wieder mal ausgebüxt, was? Von mir erfährt niemand was. Nett. Also ich glaube, da oben mit dem Bienennest wird auch nachher wieder irgendwas sein. Aber was die Pflanze sieht tatsächlich nicht allzu gut aus. Es ist ungewöhnlich, dass Blumen in diesem Garten ihre Köpfe hängen lassen. Normalerweise blühen sie in unserer guten Erde und unter den kundigen Händen von Arbor ist so richtig auf. Ja, aber wie soll die Pflanze hier Wasser bekommen, wenn der Felsen im Prinzip irgendwie in der Luft hängt, oder? Ja, komisch. Sehr komisch. Jetzt schauen wir uns. Da haben bestimmt die Stadtwerke in Ruhr hochgelegt. Ja. Mutter hielt es für ungehörig, dass die Bienen ihr Nest in unserem Garten bauten. Ich glaube, sie konnte sich nicht mit dem Gedanken anfreunden, nicht mehr die einzige Königin hier zu sein. Na. Betrachte den Busch. Ich kenne nicht die Namen aller Pflanzen hier im Garten. Meine Großmutter kennt sie alle. Was darin liegen dürfte, dass sie es war, die vielen Pflanzen vor Jahrtausenden ihren Namen überhaupt erst gegeben hat. Pflanze Scheißbeerholz, A. Schwitztee, Schlotterblume, Fetthenne, Knöterich, Stinkwurzel. Wir laden sie nicht mehr zu Familienfesten ein. Also wenn ich das nächste Mal koche, koche ich auch eine Suppe mit Scheißbeerholz. Aber dieser Spruch am Schluss, wir laden sie nicht mehr zu Familienfesten ein. Ja, das wird die Tourette-Oma gewesen sein. Betrachte die flache Schale. Aber ich feiere die Grafik. Das ist auch. Mutters Spiegel.
Man sagt, er könne bis in die fernsten Länder blicken und wisse, was in jedem Winkel der Welt passiere. Momentan ist es aber nicht mehr als eine flache Schale. Das Wasser fehlt. Ja, haben wir doch oben. Ja, sonst wäre auch Chip-Chip ja die ganze Zeit davor. Ja, ja, oben. Wir haben doch unsere Wasserkaraffe. Und alles. Ja, schauen wir uns nochmal die Toilette an hier drüben. Der Topf von Arbor. Ganz wörtlich. Okay, gibt's sonst noch irgendwas hier? Betrachte den Stein, hier gibt's auch noch die Bank. Ein schöner Platz, solange einen die Bienen nicht stören, die direkt über der Bank ihr Nest gebaut haben. Okay, können wir was mit dem Stein machen? Ein handlicher, glatter Stein. Arbors Hirtenhund. Ah, nimm den Stein. Und hier das Vogelbad noch. Im Vogelbad ist nur noch sehr wenig Wasser, Cheap. Ich glaube aber es... Ja, haben wir schon gehabt. Ah, und hier kommen wir in die Bibliothek, weil wir nachschauen wollen, was mit ihr los ist. Das sieht ja sehr interessant aus, das blaue Teil da oben. Ja, sie ist hier hinten der Portalwürfel. Es gibt einen Haufen Würfel hier. Eine Zeit lang war es in Mode, bei offiziellen Staatsbesuchen Geschenke in geometrischen Formen zu machen. Und da Was oben. Mir gerade auffällt, der Würfel da hinten, der sieht so ein bisschen aus wie der von Afterlife. Der hier? Mhm. Stimmt, stimmt. Ja, das sind. Das ist der Afterlife-Würfel. Das sind alles Mögliche. Und hier auch oben der Onyxia, oder? Das ist Onyxia, ja. World of Warcraft. Ein Geschenk aus einem der nördlichen Königreiche. Seltsames Völkchen da oben. Die Männer klettern auf Berge und rufen umherfliegenden Drachen unflätige Dinge in der Drachensprache zu. Ist so eine Art Mutprobe, glaube ich. Nennt sich, glaube ich, Drachenzähmen leicht gemacht. Betrachte die Schwörter. Schwerter der Narren, die über die Jahre versucht haben, den Elfenhain zu erobern. In den letzten Jahrhunderten ist das selten geworden. Die Menschen und Zwerge scheinen dazugelernt zu haben. Ja, Riesenschwert. Es heißt, ein Herrscher im Norden wollte sich einen Thron aus den Schwertern besiegter Feinde bauen. Leider hatte er erst einen Gegner besiegt und kam ums Leben, als er sich trotz aller Warnungen auf den Thron setzte. Das ist schon echt selten, David. Oh, Game of Thrones-Anspielung wieder. Okay, dreh den Schwertständer, dann schauen wir mal, was wir alles für Schwerter haben. Na, hier ein langes Schwert. Zu geil. Die sind so blöd. Das Spiel war zu viel Spaß, das ist ja klasse. Und hier noch ein kleines Schwert. Okay, das Rest haben. Aber damit können wir wohl nichts machen. Aber hier oben Onyxia, das muss ich mir angucken. Ist Minecraft-Schwert frei, ich kann viel mehr. Vor einigen Jahren machte dieser Drache Ärger. Ein Kopfgeld wurde ausgeschrieben und alle Helden des Landes wurden aufgefordert, den Drachen zu erschlagen. 40 mutige Recken drangen in die Höhle der Bestie ein und erschlugen sie. Sie brachten den Kopf zum Palast und er wurde dort aufgehängt, um vom Sieg zu künden. Das Seltsame war, dass wenig später andere Abenteurer kamen und einen identischen Kopf dabei hatten. Dann kamen weitere Helden und dann noch mehr. Die guten alten Onyxia Raids. Jetzt guck mal da hinten an der Seite da, dieser kleine Würfel da. Ist das dieser Drehwürfel? Der hier? Mhm. Ja, hier auch die drei Eier aus Game of Thrones. Es ist, ja. Ein schönes Beispiel für die vielfältige Fauna unserer Welt. Schon verrückt, was die Natur sich einfallen lässt. Ja, den erkenne ich jetzt irgendwie nicht. Wo, aus welchem Spiel der sein soll? Oder aus welcher Geschichte? Aber vielleicht wissen ja es unsere Kommentatoren dann genauer. Betrachte das Buch. Was für ein Buch? Das große Pflanzenbuch Aventasiens von Charles Mendel mit Illustrationen von Alexander von Bonpland. Ah, vielleicht. Das ist ein Standardwerk, das Arbor früher tatsächlich immer mal wieder zu Rate gezogen hat. Aber mittlerweile behauptet er, er kenne es auswendig. Ach, guck, vielleicht können wir danach schauen. Mendel ist ja nicht gut.
Ach stimmt. Darauf habe ich gerade gar nicht geachtet. Aber vielleicht können wir ja daran rausfinden, was mit unserer einen Pflanze genau los ist, oder? Ich glaube eher in der nächsten Folge. Sollen wir das dann in der nächsten Folge machen? Ja, wir nehmen schon wieder eine halbe Stunde auf. Okay, ja, dann werden wir das machen in der nächsten Folge. Wir danken euch vielmals fürs Zuschauen. Ihr habt jetzt ein bisschen was, wo ihr uns vielleicht noch weiterhelfen könnt. Wenn ihr erkannt habt, was das hier für ein blaues Vieh ist, schreibt es bitte in die Kommentare. Und ja, dann sehen wir uns morgen zu einer neuen Folge hier bei Book of Unwritten Tales. Oh, ich habe echt nasse Augen. Das ist so klasse, Beispiel. Also, bis dann. Ciao. Ciao.